und herzlich willkommen auf dem I Am Style Channel. Ich bin Steffi von Hey Pretty und ich habe heute ein Herbstdepressionli. Heute geht es um Bad Hair Days. Und ich weiss nicht, ob es eine Kombination ist von irgendwie schlechtem Wetter. Es könnte irgendwie blitzen, es könnte donnern, es könnte auch regnen. Und dann finde ich sowieso recht unmotiviert, was passiert mit meiner Frisur heute. Es ist eine Kombination, ist gut, danke vielmals. Es ist eine Kombination an Bad Hair Days. Ich finde, es ist einerseits manchmal das Wetter, es ist in die Feuchtigkeit zerstört, sowieso jede Frisur. Und manchmal finde ich irgendwie so, ich hätte die Haare waschen und habe keine Zeit gehabt. Heute gibt es Abhilfe. Zwei Frisuren für Bad Hair Days, wie du trotzdem wunderbar durch den Tag kommst. Ich würde sagen, wir starten gerade mal mit der einen. Und zwar darf ich wieder zöpfeln. Ich freue mich total. Du brauchst dafür zwei Haargümmeli, kannst sie ein bisschen umwerfen, wenn du willst, und ein paar Haarklammern. Wir starten mit einem Seitenscheitel und es ist wirklich völlig okay, wenn die Haare so ein bisschen dreckig sind. Ist in der Ordnung. Schnell durchbürsten und wir machen hier einen Bauernzopf bzw. zwei. Was ich recht cool finde, allgemein an Bad Hair Days ist, es ist eine recht gute Ausrede. Du kannst dich von den Haaren lenken lassen und sagen, heute kommt sowieso nicht gut. Ich sage immer, Home Spa ist dann ideal. Ich liege einfach in die Badwanne. Am liebsten mit einem feinen Schaumbad oder einem Cremebad. Das ist einer meiner Favoriten. Mit Patchouli. Duft, mega fein. Sorry, ich sollte dir sagen, was ich da machen bin. Ein Bauernzopf, drei Strähnen. Da drei Strähnen immer, wenn du irgendwie ein Puff bekommst, wie ich manchmal, kannst du dir immer überlegen, die äußerste, die du unten reinlegst, da tust du unten reinlegen und dann nimmst du immer noch ein bisschen Haar dazu. Jetzt tue ich da, habe ich den wieder mit der Strähne, da gehe ich oben rein, da tue ich wieder die Haar dazu legen und darunter legen. Wir zöpfeln jetzt oben runter, bis etwa in die Mitte vom Kopf, bis du da auf dieser Seite kein Haar mehr siehst. Ich bin nicht beleidigt, wenn du jetzt ein bisschen vorspulst. Ich sage zwar wahnsinnig spannende Sachen, aber ich glaube, das hast du im Griff und wenn nicht, gibt es Tutorials Bauernzopf. Du findest es raus. Wir zöpfeln jetzt oben runter. Also, haben wir alle Haare verwischt? Zöpfel ist da wieder. Du, da hat es noch Strähnen. Oben runter. Bis ans Ende der Haare. Gümmeli rein. So. Ich habe das schon mal erwähnt. Du weißt es langsam, wenn du regelmäßig den Style Channel schaust. Gümmeli immer in deiner Haarfarbe, sonst bin ich verrückt. Ich treibe es jetzt ein bisschen auf die Spitze, die Haarklemmerli sind ebenfalls blond. Was du jetzt machst, ich würde jetzt glaub's nicht unbedingt so raus. Die Zöpfe, die jetzt noch rausstehen, werden so übereinander reingelegt. Und dann kannst du die ganz einfach festmachen mit Klemmerli. Wenn du längere Haare hast, kann es gut sein, dass du dann die Zöpfe noch müsstest, so ein bisschen drüber reinnehmen. Aber es darf ein bisschen puffig aussehen. Gar nicht so genau arbeiten. Du kannst durch die Gümmeli festmachen und sonst einfach den Zopf selber am Hinterkopf festmachen mit den Klemmerli. Ich tue jetzt vier rein, damit es sicher hebt, damit sich den ganzen Tag nicht mehr daran denken. Dann hast du deine Frisur fertig. Was jetzt noch wichtig ist bei Zopffrisuren, die Zöpfe immer noch ein bisschen wieder auseinanderziehen, damit sie nicht zu eng sitzen. Und natürlich mein Lieblingstrick, gerade wenn du irgendwie so ein bisschen wellige oder lockige Haare hast, kommt das sehr, sehr gut, da noch ein paar Strähnen ums Gesicht wieder rausziehen, damit es nicht ganz so aufgeräumt aussieht. So, das ist unsere erste Bad Hair Day Frisur. Wenn du wieder möchtest, sicher sein, dass es genau so sitzt. Keratin Repair Haarspray drüber. Und das Coolste ist, es kann jetzt wirklich auch reinregnen, wie es will. Dieser Frisur passiert wirklich nichts. Das ist unsere Bad Hair Day Frisur Nummer 1 gewesen. Jetzt machen wir noch mal eine, die noch schneller geht. Und die geht im Fall auch mit kürzeren Haaren. Oder auch wenn du längere hast. Aber die kommt im Fall recht gut. Jetzt muss ich die 700 Haarklammern wieder rausnehmen. So. Was ich das Coole finde am Bad? Du kannst das Handy nicht mitnehmen. Du bist einfach am Baden und du bist einfach weg von der Welt. Da können die anderen warten auf dich. Das ist immer ideal. Also, wir haben ja einen Bad Hair Day, weil man so ein bisschen, weißt, wenn man jetzt Mühe gegeben hat, hätte ich die Haare gewaschen und gestylt und so. Das ist ja die Definition von einem Bad Hair Day. Sehr oft hast du dann einen fettigen Haaransatz, wenn du eigentlich hättest die Haare waschen sollen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsprodukt, das Trocken-Shampoo. Und zwar ist das super, wenn du da so ein bisschen fettige Haaransätze hast. Das ist, einerseits gibt es so ein bisschen mehr Volumen, mehr Stand. Und zwar musst du etwa von 20 cm, sorry, zuerst schütteln. Dann muss etwa 20 cm Entfernung auf den Haaransatz aufsprühen. Das kommt so fast ein bisschen explosionsartig raus. Du tust das auf den Haaransatz und lustigerweise, es hat ja wirklich, es ist wie ein Puder, das es aufträgt, um auch den Talg aufzusaugen. Und das mattiert auch ein bisschen, also du hast nicht mehr den glänzigen Haaransatz. Also, da ein bisschen trocknen lassen.
Und jetzt machen wir wieder, trennen wir hier vorne eine Strähne ab. So, und rühlen die ein. Und ziehen sie ruhig ein bisschen hinten, damit sie dann auch richtig sitzt. Die Strähne ein bisschen eintrüllen. Jetzt lupfst du hier die Haare obendran ein bisschen weg. Und tust sie wieder mit einer Klammer feststecken. Und zwar ist eben die Idee, dass nachher die Haare, die drüber sind, ich habe ein wenig genommen, sorry. Die Haare, die drüber sind, verstecken nachher unsere Klammern. Das Gleiche machst du auf der anderen Seite. Und das geht wirklich sehr schnell. Ein bisschen hinterher ziehen. Hier schauen, dass die Haare, die Strähne parat ist, die drüber gelegt wird. Jetzt haben wir unsere Haarklammern. Wir stecken das drunter feststecken. So, sitz. Und jetzt? Meine Haarklammern tut schwierig. Ich habe immer noch einen Bad Hair Day. Es gehört alles zusammen. Da hilft auch Schoki. Das wäre ein anderes Tutorial. Und jetzt hast du da einen Twist, der etwas hintergeht. Da ebenfalls. Da kannst du auch mit ein bisschen Haarspray fixieren, wenn du willst. Den Rest ein bisschen aufpuffen, das darf einfach hängen. Und das ist unsere zweite Bad Hair Day Frisur. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht. Ich wünsche dir trotz einem Bad Hair Day einen wunderbaren Tag. Sonst ab in die Badwanne. Das ist das Einzige, was nützt. Und das nächste Mal, also im nächsten Tutorial, ich freue mich wahnsinnig, gibt es nicht nur eine Festtags-, eine Frisur für Weihnachten. Wir basteln sogar miteinander. Es wird mega. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.